Herzogin Meghan und Prinz Harry. Diese Babynamen sind bei den Buchmachern hoch im Kurs. Wie wird Baby Nummer 2 wohl heißen? Damit haben Prinz Harry, 36, und Herzogin Meghan, 39, wirklich alle überrascht. Das Paar erwartet erneut Nachwuchs. Am Valentinstag, dem Tag der Liebe, überraschten sie ihre Fans und Freunde mit der süßen Botschaft und einem Foto von Megans Babybauch. Auch wenn das Geschlecht des Babys noch nicht bekannt ist, stehen zwei Namen bei den britischen Buchmachern bereits jetzt ganz hoch im. Das sagt unser Royal-Experte. Auch unser RTL-Royal-Experte Michael Begasse freut sich mit dem Guten Morgen Deutschland-Moderatoren Jan Hahn sprach über die großartigen Neuigkeiten und die vielen Spekulationen, die jetzt schon umgehen. Diana ist bei den Buchmachern als Name für das Kind ganz vorn. Hakt Jan beim Royal-Experten nach. Das kann Michael Begasse nur bestätigen, jedes Mal. Und Thomas, wenn ich den beiden was raten würde, dann würde ich ihnen empfehlen, das Kind vielleicht Liz zu nennen oder Lizzie. Das wäre ein schönes Geschenk für die Uroma, glaubt er. Und wie sehen das die Buchmacher? Das sind die Top 5 Namen fürs Baby. Laut des britischen Wettanbieters Chorus stehen noch einige andere Namen auf der Liste. Diese 5 Vornamen führen gerade die Wettliste an. Diana, 10:1 Thomas, 10:1 Spencer, 12:1 Albert, 16:1 Philipp, 16:1 den Namen Elisabeth sehen die Buchmacher mit einer Wettquote von 16:1 genauso wahrscheinlich wie Philipp, der Name von Harrys Großvater, Juni 2021 seinen 100. Geburtstag feiern wird. Auch diese Namen sind im Rennen. Alexandria, 20:1, James, 20:1, Alexander, 25:1, Alfred, 25:1, Charles, 25:1, William, 25. Video. So kommen die Baby-News im Buckingham Palace an Royal Babies und die Buchmacher. Immer wieder werden Wetten abgeschlossen, wenn die Royals Nachwuchs ankündigen. Vor Archies Geburt am 6. Mai hatten die Buchmacher Alexander, James und Arthur zu den Favoriten gezählt. Vor der Geburt von Harrys dritten Neffen, Prinz Louis, kam am 8. Mai 2018 zur Welt, waren die Namen Alice, Arthur und Albert bei den Buchmacher an der Spitze. Die royale Familie freut sich aufs Baby, nachdem Meghan Ende 2020 erstmals offen über ihre tragische Fehlgeburt sprach, freut sich jetzt die ganze Welt für das. Auch die royale Familie gratulierte bereits und ließ verkünden, ihre Majestät, der Herzog von Edinburgh, Prinz von Wales, und die ganze Familie freuen sich und wünschen ihnen alles Gute.